Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Astronier hier mit eurem Zapfchen. Ja, wir sind auf Glacio unterwegs und ich habe gerade eine Landeplattform gebaut. Es ist immer so schnell drin. Das verwirrt mich immer wieder. So, ich stelle mal die Landeplattform einfach hier hin. Werden wir dann unser Shuttle gleich drauf tun. So. Also, auspacken noch. Alright. So, also wir haben jetzt 4 Kisten schon gefunden. Aktuell noch kein Sprengstoff, das heißt nur, wenn wir zufällig Sprengstoff finden, dann geht's noch weiter. So, Missionen fertig. Müssen wir hier gleich nochmal gucken. Was haben wir denn jetzt geschafft? Schauen wir gleich mal rein hier. Aktiviere die Portalkammer. Achso, das Ding ist angegangen, weil ich den neuen Strom angeschlossen habe. Sehr schön. Dafür gibt es 1000 Bytes. Schöne Sache. Und dann Druck in kleine Shuttle haben wir gemacht. Druck und installiere Oxygenator. Dafür kriegen wir eine Feld und dann kommt Feststoffdüse. RTG kriegen wir dafür, okay. Also brauche ich einen Oxygenator. So, wo finde ich denn jetzt den Oxygenator? War das hier? Ich glaube, das war hier. Sauerstoffmacher ist freigeschaltet auf dem kleinsten Drucker. Okay, ja, dann bauen wir mal einen, ne? Sauerstoffmacher. Da. Ein Keramik, ein Aluminium. Habe ich noch? Oder nicht? Keramik haben wir. Aluminium. Muss ich erst holen, glaube ich. Aluminium muss ich holen. Habe ich ganz mal hier. Ah, da habe ich noch hier im Rucksack was. Das ist Eisen. Das ist Eisen, das ist noch so ein Forschungsknubbel. Okay, warte. Nicht so schnell drehen. Ich hole mal Aluminium. Ich mache mal kurz noch meine Dings ein bisschen näher, meine Kanister. Mach einfach Herz. So, dann holen wir mal eine Runde Aluminium. Also ein bisschen. So, das ist gleich hier geradeaus rüber. Hier ist Aluminium, können wir absammeln. Was haben wir hier Schönes?
Ein Oxygenator bauen. Ja, mit der Stromversorgung ist immer noch nicht super. Keramik. Ein Keramik, ein Aluminium. 1-1. Zack, da ist das Aluminium. Und dann bauen wir den jetzt. So, damit haben wir wieder eine Mission erledigt. Dafür kriegen wir jetzt ein RTG. Sehr schön. Das wird unser Stromproblem etwas reduzieren. Die Feldunterkunft. Die können wir tatsächlich mit auf den nächsten Planeten nehmen. Feststoffdüse macht Sinn. Und ein Rückchen. Kann ich mal bitte mein RTG haben? Da. So. Also ein Mini-RTG hier. Zwergen-RTG. Aber okay. Sorgt natürlich jetzt dafür, dass das ist ja eigentlich der ist jetzt aktiviert, ne? Das heißt, ich brauche das ja hier nicht mehr anklemmen, nicht mehr notwendig. Gut. Der sorgt jetzt dafür, dass immer geforscht wird. Das finde ich gut. Also durchgehend. Also. Ja, warte. Zwei Alten. Ich habe keinen Rucksackplatz mehr. Aber. Landeplattform, Figurenplattform, große Plattform C. So, dafür willst du 2 Eisen, 2 Harz, das sollst du bekommen. 2 Harz. 2 Eisen. So. Dann machen wir nochmal eine große Plattform. Und dann. Ja, beiseite hier. Harz und Gemisch, 1 und 2. So, dann bauen wir noch eine Forschungskammer. Das ist jetzt Titan, keine Batterie mehr. Zink, ich muss hier nochmal gucken, und zwar. Feldunterkunft, Silikon und Graphit.
Orte an, Ressourcen kann ich da. Das habe ich alles schon freigeschaltet. Das brauchen wir alles noch nicht. Das brauchen wir alles noch nicht. Das schon brauchen wir alles nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Kupfer und Glas macht mittleres Solar. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mittlere Batterie. Was brauchen wir dafür? Lithium. Okay. Lithium und Zinn. Was haben wir noch? ATG, Nanokarbonlegierung. Gut, das dauert noch, bis wir das brauchen. Das sind die unnötigen Plattformen. Das hier wäre noch interessant. Mittelgroßes Silo. Titan, zwei Stück. Ja, das klingt gut. Das machen wir gleich. Was auf dem kleinen Drucker? Das kann ich direkt angehen, das Thema. Ja. Mittelgroßes Silo, zwei Titanen. So. Auch schön. Mittelgroßes Silo müsste ja hier drauf passen. Genau. Juhu! Titan, Titan. Das Kohlenstoff. Alright. Jetzt habe ich noch ein Titan. Brauche ich noch ein zweites. Müssen wir gleich nochmal. Besorgen nochmal eins, dann haben wir drei Stück. Das passt dann. Durch den jetzt nicht. Ich muss mal kurz ein paar von den Dingern loswerden. Thank you.
Juting. So, fix ein Umwandeln davon. Aluminium. Da kommt das. Hier kommt noch mal ein Forschungskammer. Also. Seite bitte. Steht nicht so schief. Na gut, so. Das nach da, das nach da, das nach da. So, haben wir schon mal zwei Forschungsgedönse. Schon. Sure.
Das passt schon. So. Sieht schon ein bisschen organisierter aus jetzt hier. Du kommst daran. Und jetzt fahren wir mal hier hinten rum. Oh Mann, wieso ist denn hier jetzt kein Strom mehr? Weil ich die Teile abgebaut habe, ne? Das geht nicht. Das können wir so nicht machen. Ich muss. Ja, so. Hier muss Strom drauf sein. Sonst ist die ganze Höhle ohne Sauerstoff. So, die Idee ist, wir fahren jetzt hier mal rum. Und jetzt, okay, jetzt machen wir uns hier einen schönen Durchgang. Mal so. Schauen wir uns mal um. Was ist das da? Also das hier ist natürlich klar, was das ist, aber was ist das hier? Ah. Ja, wenn da mal kein Dynamit ist. Ups, falsche Taste. Ich da, so. Ein Windrad, auch schön. Dann hier noch ein Verpacker. Aupacker. Und das können wir nicht bewegen, aber das können wir hier hin tun.
Okay, so, kommen wir mal weiter. Ein Dynamit haben wir schon mal. Sehr gut. So, was haben wir hier Schönes? Ich würde mal, ist das das? Nee. Oh, was haben wir hier oben? Da bewegt sich doch was. Ein Windrad. Schön. Das kann ich jetzt schlecht mitnehmen, ne? Weil ich ja jetzt die Dinger drauf habe. Dann würde ich sagen, packe ich das mal hier oben hin. Ist das da eine Kiste? Solar. Ne, das ist nur so ein Zeug. Okay. Alright. So, warum ich eigentlich los bin, ist ja natürlich, ich wollte Eisen holen. Okay, das war eben. Noch mehr, ne? So, jetzt aber. Eisen, 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 Eisen.
Zack. Okay. Mehr gibt's hier wohl nicht. Eisen, 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 Eisen. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Da sehe ich eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Sehr schön, die nächste Kiste. Bisschen ab vom Schuss hier, ne? Oh, wir haben ja Dynamit, ne? Ich kann das ja direkt sprengen. Ich muss das ja gar nicht durch die Gegend schleppen. Sehr schön. Oh, beiseite. Oh, drei Stück. Sehr schön. Da lohnt sich ja, dass wir das Dynamit gefunden haben. Doch ein Exo-Chip, cool. Hello. Noch ein Exo-Chip, yeah. Yippie. Coole Nummer. Zack. Dynamat. Ein bisschen Schrott haben wir noch gefunden. Ein Titan, Loch und Windrad. Nice. Titanlegierung, auch schön. Fertige Titanlegierung. Geile Sache. Aber ich direkt nach Hause bringen, ne? Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Und das alles mal durchschmelzen. Mal kurz wenden, wir müssen nämlich in die andere Richtung. Naja, ist die Richtung. Ich hab gerade überlegt, ob ich noch da lang fahre. Das macht schon mehr Sinn direkt, bevor ich mich jetzt hier noch verfranze. Hier hoch. Hier rüber. Jetzt schwung die Kante. Nein, nicht.
Ist das Windrad, was wir nicht mitnehmen können? Loch. So, und hier war der durch. Ja. Yeah. Sehr schön. Relativ kleine Tour, aber ordentlich was mitgebracht. Schön Exobytes. Schön Schwung Eisen, ohne dass wir hier vorne unser. Hier möchte ich dann Autoextraktor draufsetzen auf das Teil. Deswegen will ich das nicht zerhunzen. Hier das und das hier auch gut. Jo, geile Mat. Das hat sich doch gelohnt. Sehr cool. An dieser Stelle machen wir jetzt auch mal wieder Schluss mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, euer Xabotchen. Reingehauen.